Und damit herzlich willkommen zurück. Ich muss zugeben, ich habe mir jetzt ein anderes YouTube-Video angeguckt. Wer kommt bitte auf sowas? Also da wäre ich jetzt hier wahrscheinlich noch Stunden umhergeirrt, um das zu finden. So, jetzt müssen wir erstmal zusehen, dass wir uns irgendwie wieder an dieser Falle vorbeimogeln. Das heißt wieder, bisher ist es mir nicht gelungen. So, sehr schön. So, erstmal gucken, ob in dem Schrank da unten was drin ist. Nichts. So, und jetzt guckt euch das mal an. Hier steht eine wunderschöne Vase drin, ne? Und guckt mal, was dahinter ist. Und damit wunder geht diese bescheuerte Tür auf. Levaks Schuldenverzeichnis. Moll Kidrick, ein Gold schuldig. E. Rothschild oder Child, 32 Gold schuldig. Bertie J. Schulden beglichen. Moss Boots Molly, 4 Gold schuldig. Thomas Winder, Schulden beglichen. Okay. Kriege ich am Ende das Dockfieber oder die Schwermut? Sind entschärft. Ich bin hier fertig. Genau wie Eddies Laden. Er wird bald auf dem Fluss abhauen. In einem Boot oder darunter. So, damit haben wir die Sidequests alle erledigt. Ich könnte jetzt zwar nochmal zu Besso gehen und gucken, ob er noch was Neues hat. Dem ist bestimmt noch irgendwas eingefallen. Aber wir wollen ja wissen, wie es in der Hauptstory weitergeht. Deswegen gucke ich jetzt mal, dass ich irgendwie genug Handwerkszeug für die Hauptmission zusammengekratzt kriege. Ich brauche dafür noch ein paar Pfeile. Sicher geht es hauptsächlich darum, sich möglichst leise zu verhalten und kein Aufsehen zu erregen. Aber zum einen kennt ihr mein Talent dafür und zum anderen weiß ich von vornherein, dass es schwierig wird, nicht laut zu sein. Ich habe zum Glück ein paar Sägezahnpfeile, aber die werden nicht reichen. Ich weiß nur, irgendwo in der Hauptmission gibt es noch 1-2 Händler, den man dann noch quasseln kann. Aber da muss man auch erstmal hinkommen. Besseres Schmuggelgut findet ihr nirgends. Das glaube ich dir sogar. So, Sägezahnpfeile hat er keine mehr, dafür hat er ein paar Feuerpfeile. Mal gucken, was er ansonsten noch so hat. Damit stoppen wir uns einmal vollständig aus. Wasserpfeil ein. Wir müssen ein bisschen für Ruhe sorgen dort, sicherlich auch. Immer wieder gerne. Das glaube ich dir gern. Keine Ahnung, warum das mir jetzt da eben die Tasten auf der Tastatur statt auf dem Controller angezeigt hat. War ich jetzt gerade ein wenig irritiert.
So. Dann gucken wir mal, dass wir jetzt irgendwie wieder zu Besser als auf der Straße zu leben. Sie hat das Feuer wieder angemacht. Oder die Wache, die vorbeikam. Ich weiß es nicht. Das heißt, Wachen gibt es hier aktuell keine. Gibt nur diese komischen Götzentypen. Soweit ich weiß. Ich finde es schon interessant, dass die Götzen die Wachen ersetzt haben und jetzt einfach die gleichen Routen laufen. Beweisen sie damit nicht, dass sie kein Deut besser sind als die Wachen? Vor allem, weil sie auf jeden losgehen, der sich auch nur bewegt. Was haben die Götzen? Wenn ich mich da anpasse, ende ich als Rattenfutter. Das ist spannend, ich muss hier irgendwie weg. Karte liest sich so beschissen, ja. Na, mein Freund. Nein, ihr habt nichts gesehen. Schleicht dort jemand rum? Ach, da ist er. Jetzt bist du Aal von... Haut ab! Huh! Schwein gehabt. Ich muss schlafen. Bis eben schreit sie noch um, jetzt sagt sie, sie will schlafen. Das ist furchtbar. Ein Königreich für den Kaffee. Kaffeehaken oder was? Was ist mit den Eintopfküchen passiert?
falsche. So, wo sind wir jetzt? Da sind wir. Da unten muss ich hin. Glaube ich. Das ist alles so verrückt. Zähne in einem Glas auf. So, jetzt sieht das schon ein bisschen anders aus. Also, ich komme da jetzt raus und muss einfach nur links abbiegen. Hatte Zeit. Kommt, Brüder und Schwestern! Es ist Zeit, dass alle Hoffnungsvollen von den Götzen umarmt werden! Werden wir Orion sehen? Natürlich! Er ist derjenige, der uns reinigen wird! Noch mal zur Kathedrale. Gucken wir mal, was da los ist. Du drückst mit offenen Armen! Alter Schwede. Sieht zwar nicht so aus, aber... Tja, die Führung habe ich wohl verpasst. Wenn ich Orion seinen Irrtum klar machen will, muss ich selbst einen Weg darunter finden. Würden diese Steine reden, dann wohl in Rätseln, wie die Königin der Bettler. Wie oft ist die Stadt schon gefallen und auferstanden? Sie hat mich nie dazu gebraucht. Samaritensymbol. Es sieht zwar nicht so aus, aber es weist doch starke Parallelen zu dem zerfallenen Stadtteil aus Thief 1 aus. Ein bisschen Mut. Und ihr werdet geheilt werden. Verstehe. Die Toten, die werden hier einfach nur entsorgt. Die Hoffnungsvollen sind vereint. Orion ist bereit. Wie gehen wir die Kathedrale an? Aber nicht wieder unsere Brüder. Wir haben uns auf den Ach, getötet will ich jetzt nicht sagen. Ah, geh doch mal. Ich werde nicht töten und die Gefallenen rächen. Nein, wir finden ihn. Dieser Abschnitt erinnert so ein bisschen an so.
ich werde jetzt hier nicht übermäßig looten oder irgendwas in der Richtung. Ich sehe einfach nur zu, dass ich irgendwie durchkomme. Und möglichst wenig Pfeileinsatz. Ich fühle mich nicht so gut. Es geht nicht an. Scheiße. Ich wollte jetzt eigentlich mit dem Explosionsfeuer in die Luft jagen, aber ja, ich kam nicht mehr dazu. Wie scheiße ist das denn bitte gelaufen? Und wir sind wieder hier. Tja, die Führung habe ich wohl verpasst. Ja, gleich durch die Gitter. Wenn ich Orion seinen Irrtum klar machen will, muss ich selbst einen Weg darunter finden. Würden diese Steine reden? Dann wohl in Rätseln, wie die Königin der Bettler. Wie oft ist die Stadt schon gefallen und auferstanden? Sie hat mich nie dazu gebraucht. Doch warst du immer da. So, ich bilde mir ein, dass meine Chancen durch diese vermaledeite Gittertür hier größer sind. Auch wenn ich genau an der Stelle gerade gestorben bin. So einladen, das sind Zombies. Ein Königreich für einen Helden. Jetzt weiß ich nicht, ob der Spaten da immer noch steht. Eisen rostet, Maschinen versagen. Wie gesagt, ich gebe mir jetzt hier gar keine großartige Mühe zu looten oder sowas. Ich mache mich einfach nur vom Acker.
Hier liegt er. Er kann sich vor dem Licht nicht verbergen. Klammere dich an deine Schatten. Gleich ist es vorbei. Bist du gut? Ein bisschen anders gelaufen, als ich es mir vorgestellt habe. Und ich habe mich spontan doch dazu entschieden, hier ein bisschen zu looten. Das Schönes. Inventar voll, Inventar voll. Und hier haben wir noch einen Erstickungsball. Da oben hätte ich mich hochziehen müssen. Egal. Wir sind sowieso fast alle tot hier. Mir knurrt der Magen. Das tut weh. Ach ja, eine gute alte Hammeritenkathedrale. Kann ich ihn nirgends hochziehen? Endlich haben wir unsere Ketten gesprengt. Das tut weh. Okay, verstehe. Ich kriege das Tor nicht selbst auf. Ich muss improvisieren. Und einmal freundlich klingeln. Ich muss zu der Rotunde, aber diese Plattform hat ihre letzte Last getragen. Mal sehen. Erstmal gucke ich, wo ich hier dann sicher hochkomme, sobald die Typen hier nämlich reinkommen. Okay, hier kann ich mich hochziehen, das ist gut. Das reicht mir für den Anfang.
Leon muss mit Aaron und dem Stein in der Rotunde sein. Ich bin fast da. Das nicht unglaublich einladend aus hier. Ich freue mich jetzt schon, ich schleudere hier mit meinen Pfeilen um mich. Ich werde zum Ende des Levels. Der Glaube schützt euch vor der Dunkelheit. Keine mehr haben. Ich. Komm raus! Findet den Ungläubigen! Die Dämmerung schützt ihr Herz nicht zu schnell! Einen Fall daneben zu schießen, ist ja das eine, aber vielleicht noch hinterher zu hören. Ich finde dich! Reicht der und der Tod hat mich da. Alles ruhig. Keine Spur von den Ungläubigen. Dunkelheit ist trügerisch, Freund. Endlich haben wir unsere Ketten gesprengt. Ha? Spaziert hier. Da ist er! Ich bin in Gefahr! Wachen! Helft mir, bitte! Hey, lasst mich in Ruhe! Ich hab euch nichts getan! Bitte, lasst mich! Denkst du, die Dunkelheit schützt dich? Wo steckst du? Wo versteckst du dich? Entschuldigt, wenn ich gerade ein bisschen weniger rede. Mein Schädel. Ich bin gerade ein bisschen angespannt. Ich halte das nicht mehr aus. Ich bin schon... Schmugglerbrief. Harry, ich habe die Ausrüstung da unten in dem verdammten Loch verstaut. Aber weiter gehe ich nicht rein. In dieser alten Ruine gibt's nur Gesindel, das mich aber gar nicht beachtet hat. Die Seile habe ich mitgenommen, falls du dich fragst. Wir treffen uns morgen an der Mole. Oder an der Mole? Was weiß ich. Die Stadt gehört uns, aber wir sind erst am Anfang. Nein, ihr seid am Ende. Diese verdammte Stadt. Dann zieh doch woanders hin. Hey, du Kriegmannst, du hältst schon die Backen. Hä? Was war das? Spiel mir nichts vor, Freund. Komm raus. Ich bin nicht dein Freund. Ständig diese Geräusche. Soll ich mir was in die Ohren stopfen? Ja, ist besser so. Hörst du mich nicht? Irgendetwas stimmt nicht. Was sagt ihr das?
So, ich werde jetzt hier speichern und zwar alle 10 Schritte. Gut, vielleicht nicht ganz so häufig, aber. Lieber einmal zu häufig als einmal zu wenig. Da nicht gerade. Ach, da. Was ist denn das für ein metallisches Plong? Die springen hier nicht runter. Habt ihr vergessen? Wäre fast zu weit gewesen. Praktisch, dass das hier alles genau so schön treppenartig angeordnet ist, ne? Und ich darum genau zum Lastenlauf zu kommen. Nun gut, dann wollen wir mal. Zeit für Pläne ist vorbei. Ich muss wohl improvisieren. Oh ja. Voran. Ich habe also genug Zeit, wieder raufzuklettern. Ich verhungere. So, liebe Freunde, an der Stelle mache ich mal einen Schnitt. Ich habe nämlich einen mordsmäßigen Kohldampf und muss erstmal was essen. Aber danach geht's sofort weiter. Bis dahin. Tschö, bitte.